Lange hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Vor einem Jahr haben wir, ziemlich genau vor einem Jahr, hier an gleicher Stelle die Causa Schlecker diskutiert, und wir waren uns auch alle einig, dass wir eine Wiederholung eines solchen Falles nicht erleben wollen. Wir haben seither aus der Branche positive Signale bekommen. Die Tarifvertragsparteien haben gehandelt. Aber unsere Ministerin hat damals auch schon genauso deutlich gesagt, wenn es zu keiner wirklich befriedigenden Lösung kommt, dann werden wir gesetzgeberisch handeln. Und heute liegt dieser Gesetzentwurf in erster Lesung vor. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine Lösung in Sachen Drehtüreffekt gefunden, der, glaube ich, aus dem Rechtsgedanken der Zuvorarbeitsverhältnisse sehr wohl diese Missbrauchsmöglichkeit schließen wird. Wir werden ja sehen, ich sehe schon das Kopfschütteln, wir werden sehen. Ich glaube, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Wir haben aber auch eines gesehen, dass die Ankündigung eines Gesetzentwurfs bei den Tarifvertragsparteien eine enorme, und ich sage es jetzt ausdrücklich so, pädagogische Wirkung hatte. Eine enorme pädagogische Wirkung hatte, denn daraufhin wurde gehandelt. Und ich glaube, auch die ganze Branche hat gemerkt, dass es ohne gesellschaftliche Akzeptanz nicht möglich ist, Zeitarbeit gesellschaftlich zu halten. Jurist, und das werde ich Ihnen gleich noch erklären, Herr Heil. Ohne, aber Fachanwalt für Arbeitsrecht, und da werde ich Ihnen gleich noch etwas dazu sagen, zu Ihrer etwas missverständlichen Auslegung. Wir setzen mit diesem Gesetzentwurf gleichzeitig die EU-Richtlinie um, und anders wie Rot-Grün bei einigen Richtlinien schießen wir dabei nicht über das Ziel hinaus. Auch darüber haben wir in diesem Haus schon diskutiert. In einem zweiten Schritt, und da wird ja die SPD dann mit ins Boot kommen, so habe ich das jetzt auch verstanden, werden wir eine Lohnuntergrenze für die Zeitarbeit im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz einführen, und zwar auf Antrag der Tarifvertragsparteien. Und Herr Heil, Sie haben vorhin gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, einen gesetzlichen Mindestlohn. Und es ist, so habe ich es verstanden. Ja, bitte gleich. Herr Heil, Sie möchten eine Zwischenfrage stellen? Und Sie möchten sie gerne zulassen? Bitte ich lasse schön. Sie zu und freue mich auf die Beantwortung. Herr Kollege, weil Sie Fachanwalt für Arbeitsrecht sind, will ich Ihnen das gerne erläutern. Sie werden das dann auch so sehen. Ja, sind Sie mit mir da? Man muss übrigens keine Zwischenfragen stellen, Herr Kollege. Zwischenbemerkungen also, insofern, Geschäftsordnung hilft manchmal. Also, Herr Kollege, ich mache es ganz fix, damit wir nicht so lange brauchen. Wir wollten den Weg über das Arbeitnehmerentsendegesetz gehen, der geübt ist zur Erstreckung von tarifvertraglichen Mindestlöhnen. Ihre Seite wollte das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, sodass jetzt nicht klassisch ein Tarifvertrag nur erstreckt wird, der wird zur Grundlage genommen, sondern es wird im AÜG gesetzlich eine verbindliche Lohnuntergrenze, sprich einen Mindestlohn, verankert. Deshalb ist es aus unserer Sicht ein branchenspezifischer, aber gesetzlicher Mindestlohn für die Leih- und Zeitarbeitsbranche. Das können Sie nicht bestreiten. Wenn wir ein Sendegesetz gewesen wären, wäre es ein Branchentarifvertrag, den wir allgemeinverbindlich erklären. Aber das Rechtsinstrumentarium AÜG sieht das bisher noch nicht so vor. Nur zur Aufklärung, okay? Okay, ich darf auch gleich darauf antworten. Gern. Das Wort branchenspezifisch hatten Sie vorhin in Ihren Ausführungen, wenn ich richtig aufgepasst, nicht. Sie hatten ganz allgemein vom gesetzlichen Mindestlohn gesprochen. Und wir kommen dann wahrscheinlich in der juristischen Auslegung am Ende des Tages, wenn wir alle zustimmen, auch zusammen. Frau Kollegin Kramme, eins kann ich allerdings nicht nachvollziehen, wenn Sie sagen, bei sich im Wahlkreis, ich habe geschaut, Sie kommen über die Landesliste in Bayern, würde es Zeitarbeit für 3,50 Euro geben. Das kann nur im Zusammenhang mit Tarifbruch möglich sein. Aber
Die richtige Antwort müssen und geben die Tarifparteien. Denn eines ist auch klar, auch der 1. Mai kann eines nicht: das Wertesystem tarifautonomer Regelungen außer Kraft setzen. Und darauf möchte ich schon ganz besonders hinweisen. Unsere Aufgabe ist es zu verhindern, grenzenlose Lohnunterbietung in einem am Ende grenzenlosen Europa. Das ist die Aufgabe, die wir hier als Gesetzgeber zu leisten haben, und nicht staatliche Mindestlöhne. Und am Ende des Tages, auch wieder über den Weg der Tarifparteien, muss es nach einer mehrmonatigen, und ich unterstreiche mehrmonatigen Einarbeitungszeit, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, aber jetzt auch wieder im gleichen Land, im gleichen Land geben. Ich habe gesagt, nach einer mehrmonatigen. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Also ich kann weiterzählen. Möchten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin? Nur wenn diesmal die Uhr angehalten wird, richtig. Die bitte. Ist vorhin auch angehalten worden, nein, solange Sie geantwortet haben. Frau Krellmann, okay. Bitte. Mir nicht an meine Zeit nehmen. Vielen Dank, dass Sie meine Frage zulassen. Wir sind uns einig, dass wir über einfache Arbeit reden. Oder? Aber in erster Linie reden wir bei einfacher Arbeit. Und was glauben Sie, wie lange man braucht, um Dinge einzuarbeiten? Wissen Sie, dass in so gut wie jedem Tarifvertrag Regelungen enthalten sind, heute schon, die die Einarbeitungszeit jetzt schon regeln? Warum wollen Sie da noch eine zusätzliche Regelung haben? Die Tarifvertragsparteien haben das doch schon gemacht, oder? Frau Kollegin Krellmann, damit geben Sie mir ja geradezu die Antwort. Wir überlassen es den Tarifvertragsparteien, weil sie wissen, wie lange man braucht, um etwas einzuarbeiten. Und es kann eben, Sie haben jetzt gerade, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie das bestätigt haben, was ich gerade eben gesagt habe. Eines möchte ich in diesem Zusammenhang aber auch noch mal ganz klar sagen. Wenn die Tarifvertragsparteien zu keinem Ergebnis kommen, und da schwingen wir dann schon die pädagogische Keule noch einmal, dann werden wir auch hier eine gesetzliche Regelung finden. Denn eines bitte muss klar sein: es geht hier nicht um eine Schonfrist für die Branche, sondern es geht ganz klar um eine Handlungsfrist der Tarifvertragsparteien. Und das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich unterstreichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Die Idee der seriösen Zeitarbeit ist weiterhin richtig. Herr Kollege Heil, das haben Sie damals in rot-grüner Koalition beschlossen. Und der AÜG-Bericht, auch noch unter Olaf Scholz, der heute ja schon mehrfach lobend erwähnt wurde, unterstreicht dies. Sie haben sich, das nehmen wir und das halten wir Ihnen auch zugute, sich der Verantwortung gestellt. Wir korrigieren heute in erster Lesung schrankenlose Zeitarbeit, gekommen von Rot-Grün. Wir geben gemeinsam mit Ihnen der Zeitarbeit ein neues Gesicht, und wir bieten den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine arbeitsmarktpolitisch faire Chance mit einer Brücke Zeitarbeit. Herzlichen Dank.